Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Part 15 müsste das hier jetzt sein, glaube ich. Ja doch, ist Part 15. So, und diesmal lassen wir wie immer den Hund in Ruhe und ja, kümmern uns darum. So eine Scheiße! Ich hätte besser zuerst geguckt, ob da irgendwo ein Creeper ist. Da hinten ist noch einer, den gehen wir jetzt erstmal. Fuck, ey, die sprengen uns hier einfach das ganze Haus weg. Also, ey, der war doch noch Ewigkeiten weg, wieso ist der explodiert? Oh! Nice. Ein neuer Höhlenzugang. Also, das ist eine der Höhlen hier, die hier überall sind. Also, hier gibt's ja ein paar Höhlen. Hoffentlich ist das, was ich da oben höre, ein Schaf, aber ich glaube schon. Haben wir. Also ich wollte jetzt sagen, haben wir eine Spitzhacke dabei und das haben wir. Deswegen nehmen wir das hier gerade mal mit. Ich werde die Höhle jetzt aber nicht erkunden, sondern einfach nur mal das hier mitnehmen. Der Creeper einfach mal explodiert, war noch Ewigkeiten von mir weg. Ich höre doch gerade ein Skelett, oder? Naja, egal. So, und nachdem ich hier die ganze Kohle eingesammelt habe und das Eisen, das da hinten noch ist, gehen wir dann wieder zurück zu unserer Hütte und ja, reparieren die Schäden. Da gibt es jetzt auch einen erheblichen Wasserschaden. Das Wasser ist jetzt einfach so da reingedingst, das war ja eigentlich nicht so geplant. So. Ach komm, den da nehmen wir auch noch gerade mit. Die Holzspitzhacke hier macht's auch nicht mehr lang. Ja, hier ist irgendwo ein Bogenschütze. Ich höre hier irgendwo einen Bogenschützen. Oh, da sind wir aber tief gesunken hier. Cobblestones. Bauen wir uns wieder hoch. So. Aber er scheint uns mal nicht anzugreifen hier, das ist schon mal nice. Gut. Ah, da hinten ist noch mehr. Dann benutze ich hierfür gerade nochmal die scheiß Holzspitzhacke da. Wo, was war das denn? So, und jetzt gehen wir hier wieder raus. Ach, fix. Ich wollte jetzt hier den nehmen, um den da hinzusetzen, dass ich hier hochgehen kann. Aber das geht ja, weil da Erde ist. So, jetzt geht's aber. Und zack. Das ist also jetzt die alternative Route in irgendeine Höhle, die wir hier finden werden. Wahrscheinlich ist es sogar genau die da. So, ja, sieht doch schön aus hier. Nur hat vorher irgendwie schöner ausgesehen. Hier ist jetzt noch so ein Dingenskirchen. So ein, wie nennt man das? So ein Stück Zaun. Ja, und da ist jetzt alles vollgelaufen mit Wasser. Und das war eigentlich nicht geplant. Unser Gravel ist auch weg. Oh, das ist... Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte da keinen Sandstein hinsetzen. Den setze ich dann wieder da unten hin. So, und jetzt brauchen wir Sand. Jede Menge Sand. Da kommt auf jeden Fall mal Sand hin. Und hier kommt auch Sand hin. So. Ja, komm, mach da mal Sand hin. Ich will hier rüber. Oh, dieser scheiß Zaun, ey. So. Wie war denn das hier? Ich hab gar keine... Ah, doch, ich weiß wieder, wie alles war. Also hier... Wieso bin ich jetzt runtergefallen? Ich hatte doch die Taste gedrückt, dass wir nicht runterfallen. Na, egal. Ah, zu fix, diese verdammte Wasser hier. So. Hier hätten wir schon mal kein Wasser mehr. Das ist schon mal von Vorteil. Gut. Und jetzt müssen wir hier nur noch mal alles so bauen, dass es aussieht wie vorher. Und dazu müssen wir da keinen Sand hinsetzen, sondern da. Jetzt unter mich kommt Sand hin. Und jetzt müssen wir die Erde auspacken. Zack. Das war falsch. Da hinten kommt keine Erde hin. Hier kommt keine Erde hin. Da kommt sie hin.
Und hier dann auch wieder. Jetzt ist zwar, jetzt sind zwar hier unten noch Löcher. Also unten drunter. Hier kann man, glaube ich, sogar noch. Oder? Geht das hier? Ne, hier geht's nicht. Da geht's vielleicht. Ne, da auch nicht. Naja. Aber hier unten drunter ist zwar jetzt noch Loch, aber das macht ja nichts. So, dann nehmen wir uns mal unsere Sense hier. Und machen das wieder ordentlich. Und nehmen gerade noch hier das mit. Und das war's. Ansonsten ist momentan nichts gewachsen. Das ist auch nicht so schlimm. Muss man hier doch tatsächlich Reparatur-Dingsen. Oh, wir brauchen mehr Seeds, also mehr Samen. Aber hier sollten ja noch welche drin sein. Ja, sogar 30 Stück, das reicht auf jeden Fall. Gut, dass wir da noch welche drin hatten. In der Truhe. So, dann können wir nämlich hier wieder alles vollsetzen. Und jetzt bräuchten wir Zäune. Die wären jetzt an dieser Stelle sehr praktisch. Ich habe hier jetzt... Doch, da sind noch. Und Treppen brauchen wir auch. Und Holz wieder ein bisschen was. Gucken wir mal, wie weit wir kommen mit dem Holz, das wir hier jetzt dabei haben. Dann müssen wir hier wieder hochbauen. So, hier erstmal wieder alles voll mit Sand. Ne, müssen wir eigentlich gar nicht alles voll mit Sand machen. Aber jetzt warten wir erstmal. So, hier kommt wieder ein Zaun hin. Zack, zack. Und hier ist dann der Eingang. Da noch einen hin. So, einen hätten wir noch. Brauchen wir aber nicht mehr. Gut. Soweit, so gut. Haben wir Gravel dabei? Ja, schön. Rein theoretisch müssten wir nur die oberste Schicht voll mit Sand machen. Rein theoretisch. Aber da müssten wir unten drunter irgendwie Erde oder so hinbauen. Ja, komm, dann kann ich auch einfach alles voll mit Sand machen, oder? Nee, komm. Wir machen das so. Ich baue jetzt hier mit Cobblestones und mit Erde zu. Und dann machen wir die oberste Schicht einfach mit Sand. Dadurch sparen wir ein bisschen an Sand. Wo ist denn das denn? Da. Das hätte nämlich, glaube ich, nicht gereicht. Achso, da wo ich gerade was hingemacht habe, hätte eigentlich nichts müssen hin. Oh, das reicht auch so schon nicht. Dann nehmen wir uns mal gerade noch 3 Stück Sand. Ach ja, klar, so. Aber hier kommt ja eh keiner hin. Hier kommt ja jetzt gleich Gravel hin. Das war ja der Weg. So, und damit hätten wir meine Unachtsamkeit wieder gut gemacht. Jetzt ist wieder alles, wie es vorher war. Doch nicht. Hier fehlt noch... Oh, da fehlt auch hier noch was. So. War so. Ja, so war's. Und jetzt fehlt hier Folgendes. Da fehlen Treppen. Dann müssen wir welche bauen. Wenn Treppen fehlen, müssen wir welche bauen. Gut, das reicht dann auch schon. Mehr Treppen brauchen wir nimmer. Und zack. Achso, war sowieso nur eine, die gefehlt hat. Ansonsten ist ja hier jetzt alles klar. So. Gut. Wie sieht's denn aus mit Rüstung? Ach, wir haben nur ein Stück Leder, da ist das. Oh, wir haben aber fast noch komplette Rüstung. Das ist nice. Jetzt erstmal wieder das, was ich nicht mehr brauche, da rein. Von der Kohle machen wir wieder ein bisschen da rein. Ach, das Eisen, da legen wir mal gerade in den Ofen. Sieh meine an, da ist sogar noch Haufen drin. Lassen wir jetzt aber auch da drin. Kommt ja eh Neues dabei. Ansonsten... Ja, gut. Dann hätten wir das hier jetzt soweit. Und dann gehen wir jetzt auf Kühejagd. Um uns mal wieder eine gescheite Rüstung... Also, um uns überhaupt mal eine gescheite Rüstung... zu bauen. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, hier wäre jetzt ein Skelettbogenschütze gewesen, aber war nicht der Fall. Hier ist ja noch eine Höhle. Wie viele Höhlen gibt es denn hier?
Eine riesige Höhlenwelt. Ist Tushu schon wieder gewachsen? Nee, da oben ist noch alles voll mit Setzling. Oh, es wird schon Nacht. Hä? Nehme ich schon so lange auf? Ich habe doch nur repariert. Oh. Nur wegen den Creepern. Oder Creeper. Wie ist nochmal die Mehrzahl von Creeper? Creepertar. Nee, Creeper. Ja, die Mehrzahl von Creeper ist Creeper. Ja, oder? Doch, ja. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Ist da noch eine Höhle? Ja, hier ist bestimmt auch irgendeine Höhle. Hier war doch irgendwo noch eine Kuh und so ein graues Schaf. Das graue Schaf hätte ich gern nochmal gesehen. Wo ist das hin? Ja, das wollte ich jetzt noch ausbeuten. Aber geht leider nicht mehr. Ich finde es nicht mehr und es wird auch schon Nacht. Da links von uns steht noch ein nacktes Schaf, aber brauchen wir jetzt nicht mehr. Gut. Das war's damit erstmal wieder mit Let's Play Minecraft. Diesmal hat uns am Ende des Parts auch kein Creeper alles weggesprengt. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.